mein Gott, Freunde, heute werden wir einfach mal meinen besten Freund und meine beste Freundin in Minecraft pranken. Und glaubt mir, diese coolen Fallen dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Also bleibt bis zum Ende dran und viel Spaß. So, dann würde ich sagen, müssen wir aber jetzt ein bisschen leise machen, denn ihr seht, es ist gerade ganz dunkel draußen. Okay, ihr seht ja, da vorne ist Braxys Haus, Leute. So, Leute. Oh, ich hoffe, Braxy ist noch am Schlafen. Warum ist bei... Muss ich die Tür auf? Merkwürdig. Okay, bis jetzt ganz leise machen, Freunde. Okay, so, ich zeige euch auch direkt, wie die erste Falle funktioniert. Und zwar nehme ich hier meine Axt und dann bauen wir hier einmal so eine kleine Fläche frei. So, zack. So, und jetzt nehme ich einmal meine Spitzhacke. So, dann bauen wir einmal hier nach unten. Zack, zack, zack. Das sieht sehr gut aus, Leute. Perfekt. Jetzt nehme ich hier diese Spikes. So, dann gehen wir einmal rein. Und jetzt mache ich hier so Spikes. Damit dürfen wir auf keinen Fall reintreten. Dann kriegen wir direkt ganz großes Aua. Okay, so. Jetzt am besten irgendwie hier hoch. So, zack. Das bauen wir ab. Und da auch noch ein Spike. Sehr gut, Leute. Und jetzt zeige ich euch was jetzt. So, okay, Leute. Und jetzt nehmen wir einmal hier diese Fallgrube. Und diese Fallgrube müssen wir jetzt einmal hier ran machen. So, zack. Und jetzt nehmen wir uns hier diese Holzbretter und machen die hier einmal wieder drauf. Und jetzt seht ihr schon, ist das einfach unsichtbar. Und wenn man jetzt da drüber läuft, fällt das einfach in sich zusammen und er fällt in die Spikes rein, Leute. Okay, jetzt würde ich sagen, verstecken wir uns schnell irgendwo. Am besten wir verstecken uns auf dem Haus von Schleimi. Okay, und dann müssen wir warten, bis Tag wird. Dann wird Braxy aufstehen und voll da reinlaufen. Also das hoffe ich zumindest. Müssen wir noch irgendwie hier hochkommen, Leute. So, Leute, ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Ihr seht, die Sonne ist aufgegangen. Braxy müsste jetzt eigentlich gleich aufstehen. Ich sehe auch gerade, der ist schon wieder im Keller gewesen. Warum das denn? Okay, so. Na, 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 na. Ach, schönes Wetter heute. Warte. Was macht der da, Freunde? Er holt sich irgendwas und bitte. Ey! Oh nein! Was ist das? Hilfe! Leute, es funktioniert. Schau mal. Braxy ist einfach gestorben. Die Falle hat funktioniert, Freunde. Oh, okay, jetzt müssen wir uns schnell seine Sache schnappen, Leute. Oh, oh, okay. Schnell, Leute, wir klauen uns all seine Sachen. Oh, zack. Okay, Leute. Und schnell weg. Oh, Mann. Ich hoffe, Braxy sieht das nicht, Leute. Lumi! Was war das? Das war nur meine... mein Telefon, ich habe mir ein neues Handy gekauft, Hannah. Das neue iPhone 16. Ja, ja, ja. Zeig mal. Ja, so sieht das aus. Siehst du, man hat ein paar Knöpfe. Das ist aber auch gar nicht weiter interessant. Leute, Leute, ich habe eine coole Idee, wie wir sie als allererstes pranken werden. Und zwar hier, schaut mal, ich habe mir schon etwas vorbereitet. Oh, ich hoffe, sie sieht das nicht. Wir nehmen jetzt einen Amboss, Leute. Dann habe ich hier ein Buch mit der Verzauberung Fluch des Verschwindens. Und wenn wir uns jetzt die Diamanten und das Buch nehmen, können wir die Diamanten verzaubern. Zack. Okay. Und jetzt schnell die Beweise vernichten. So, und jetzt haben wir verzauberte Diamanten mit Fluch des Verschwindens. Wenn Hannah die einsammelt, werden die sie später in Luft auflösen. Hannah, weißt du, ich habe heute eigentlich keine Zeit, um Diamanten zu sammeln. Deshalb habe ich mir gedacht, wie wär's, wenn ich dir einfach ein paar von meinen Diamanten gebe? Wow, die leuchten voll. Ja, hier, du kannst alle haben, Hannah. Nimm sie ruhig, jedes Stück. Ich gebe sie dir alle. Oh, ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Spaß damit. Danke, Lumi. Ja, bis später. Oh Mann, Leute, das wird so cool. Die werden sich gleich in Luft auflösen. Wir müssen nur warten, bis es soweit ist. Deshalb machen wir jetzt ein geheimes Portal. Ich würde sagen, wir öffnen das hier hinter dem Baum einmal. Zack. So, das Portal steht. So, jetzt müssen wir noch gucken. Da ist Hannah. Sie läuft zu ihrem Haus. Das heißt, wir werden das Portal da oben platzieren. Und zack. Okay. Ich hoffe, das hat funktioniert, Leute. So, jetzt schaut euch das an. Es hat funktioniert. Das, Hannah. Sie läuft gerade die Treppen runter, wartet. Und zack, jetzt bin ich hier oben. Jetzt müssen wir Hannah nur beobachten, was sie mit ihren Diamanten macht. Schaut mal. Hä? Meine ganzen Diamanten sind weg. Es hat funktioniert, Leute. Unser Prank ist aufgegangen. Ha. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht traurig. Mann, wo sind die? Die habe ich doch von Lumi. Ach, Mann. Wir bauen die Sandburg immer hier unter dem Haus. Deswegen würde ich sagen,
bauen wir das auch hier hin. Dann nehmen wir einmal die Schaufel. Zack. Und mache hier einmal die gesamte Fläche frei. So. Okay, das sieht sehr gut aus. So. Zack. Okay. Und jetzt nehmen wir hier den Treibsand und machen den hier einmal hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so. Oh, das ist so fies. Ist ja ein bisschen dunkler, aber man könnte auch denken, dass es der Schatten vom Haus ist, Leute. So. Aber ansonsten, das Ding ist, wir müssen hier noch ein bisschen tiefer bauen, weil sonst, der muss ja in den Sand richtig reinfallen. So. So, deswegen habe ich jetzt nochmal kurz abgebaut. Wir müssen es nochmal einen Block tiefer machen. So, hier und da und das alles frei. Und dann bauen wir hier eine richtig dicke Sandgrube. Oh mein Gott, das wird so fies. So, jetzt hier überall Treibsand. Wir dürfen da auf keinen Fall selber reinfallen. Wenn man da einmal reinfällt, dann war's das. So, okay. Oh, ich hoffe, Braxy kommt jetzt nicht schon direkt, weil dann würden wir ja direkt auffliegen. Okay. So, wo ist denn Lumi jetzt? Oh nein, er kommt. Hier eine Sandburg, da eine Sandburg. Hier und dann bauen wir noch einen Weg darüber. Wo? Da kommt der. Lumi. Na, 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 na. Hallo. Hi. Ich baue gerade schon die Sandburg. Magst du mir helfen? Ja, was soll ich machen? Du. Hä? Braxy, Lumi. Was ist? Braxy, Lumi. Was? Braxy, komm nicht mehr raus. Wie, was? Was ist denn das? Du gehst ja unter. Lumi, hilf mir. Oh nein. Oh. Lumi, hilf mir bitte. Braxy, nimm meine Hand. Braxy, du gehst unter. Deine Hand. Braxy. Gib mir deine Hand. Braxy. Lumi. Braxy. Lumi. Braxy. Ich komm nicht ran. Du schaffst das. Gib mir deine Hand, Braxy. Braxy, komm schon. Braxy, nein. Oh, es funktioniert, Freunde. Es funktioniert. Braxy? Bist du noch da? Oh, Leute. Oh, ja. Er ist gestorben, Leute. Oh, er hatte aber nichts dabei. Schade, aber... Okay, aber wie erkläre ich ihm das jetzt? Aber die Falle hat auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt kommt direkt der nächste super coole Prank. Und dafür hauen wir diesen magischen Stab, Leute. Denn ihr seht unten links, damit habe ich richtig coole Fähigkeiten. Und ich werde jetzt einfach einen richtig großen Felsbrocken hier runterrollen lassen. Komm schon, Felsbrocken beschwören und zack. Oh, oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Leute, es hat funktioniert. Wir haben Hannah geprankt. Braxy, klopf, klopf, bist du zu Hause? Ja. Ja, jetzt, ja, hi. Hi, Braxy, was machst du? Ich habe Kuchen gegessen. Möchtest du ein Stückchen Kuchen? Wolltest du nicht deinen Weg reparieren? Der ist immer noch aus Sand. Ich hatte doch kein Holz. Ah, ja, was treibst du so? Wieso? Schönen Kuchen hast du gebacken, muss ich sagen. Dankeschön. Boah, hast du den mit diesen Öfen hier gebacken? Mhm. Boah, das ist ja, boah, die sind echt, aber die könnten, glaube ich, mal ein Upgrade gebrauchen oder mal, du musst mal putzen oder so, die sind echt ziemlich schmutzig, Braxy, muss ich dir ehrlich sagen. Ich muss dir gleich, guck mal, ich muss dir noch was zeigen. Ich hole kurz was, ich bin gleich wieder da. Okay. Das ist unsere Chance. Schnell die Öfen austauschen. So, zack. Jetzt die Ofenmine. Okay, perfekt. Lumi. Ja? Ich kann es dir doch nicht zeigen, sorry. Ich habe bisschen Kuchen gegessen, war das... Bisschen? Ja. Du hast ja alles aufgegessen. Tut mir leid, ich hatte echt... Raus. Okay, dann... Du kannst dir doch neuen Kuchen backen, beruhig dich mal. Mann. Okay. Leute, jetzt schnell. Okay, wir gucken jetzt. Was macht der? Nein, er geht in den Ofen. Was macht der? Ich glaube, er will sich jetzt einen neuen Kuchen backen. Oh Mann, das ist perfekt. Komm schon. Geh an den Ofen, Braxy. Komm schon. Dieser blöde Lumi hat all meinen Kuchen gegessen. So. Wow! Nein! Was ist das? Oh Mann, es hat funktioniert, Leute. Sein komplettes Haus ist explodiert. Mein Haus. Nicht schon wieder. Braxy, was? Was machst du denn hier? Was ist denn mit deinem Haus passiert? Hast du da rumexperimentiert oder was? Mann, ich glaube, ich habe die falschen Zutaten benutzt. Oh Mann, da ist ja alles kaputt gegangen. Soll ich das wieder aufbauen? Der Ofen ist explodiert. Ja, das war voll... Ich hab da meinen Kuchen genommen und da habe ich so Kuchenstreusel gemacht und dann habe ich den Ofen angemacht und dann ging der in die Luft. Oh! Oh, oh Mann! Was? Wieso denn nochmal? Oh Mann, check! Ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Prank. Und zwar gerade, wenn es passend dunkel wird, ist es der perfekte Zeitpunkt, um vielleicht bei Hannah einzubrechen und die ein oder anderen wertvollen Sachen von ihr zu klauen. Das machen wir super einfach, indem wir einfach eine geheime Unsichtbarkeitspauschen trinken. 3, 2, 1 und... Kluck, 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 kluck. Ah,
Und schwupps, schon bin ich unsichtbar. Jetzt schleiche ich mich einfach zu Hannah rein und klaue ihr ein paar Sachen. Schnell rein ins Haus. Oh, okay, ganz leise jetzt. Wir müssen in einer ihrer Kisten. Oh, wisst ihr was, Leute? Wir nehmen die Kiste einfach gleich mit. Oh nein, Leute, guckt euch das an. Die schwebt jetzt einfach. Hä? Warum schwebt... Hä? Kisten können nicht schweben. Nichts wie weg, Leute. Schnell. Hey, warte. Meine Kiste. Oh, Leute, wir schweben einfach als eine Kiste. Upsi. Tut mir leid, Hannah. Ich bin's nicht. Keine Ahnung, warum deine Kiste fliegen kann. Nee, Leute. Geh zu Lumi. Es reicht mir. Blöde Kiste. Nein, ich bin noch gar nicht zu Hause. Das merkt sie sonst. Wir müssen was unternehmen, Leute. Plan B. Oh nein. Warte, wir brauchen meinen Zauberstab. Komm schon, wo bist du? Tornado. Oh nein. Oh, Leute, der Tornado hat Hannah einfach komplett weggeweht. Oh, das ist unsere Chance jetzt. Nichts wie nach Hause. Lumi? Ja? Lauf. Eins, zwei, Ich bin fange. Du darfst mich fangen. Gib mir 10 Sekunden Vorlauf. Bis gleich. Okay, schnell weg. Leute, ich werde jetzt direkt das ausnutzen und die Käfigfalle platzieren. Er wird mir bestimmt hinterherlaufen. Okay, wir machen die einfach hier schnell hin. Wir werden bestimmt hier drüber laufen. Okay, zack. Lumi, bleib fang stehen. Fang mich doch, du Eierloch. Fang mich doch, du Eierloch. Fang mich doch. Fang bleib mich stehen. Doch. Lumi. Es hat funktioniert, Leute. Lass mich hier raus. Oh Mann, perfekt. Er ist da genau reingelaufen. Raus, lass mich raus, Mann. Ey, lass mich sofort raus. Ich meine das ernst. Okay, ich glaube, wir sollten echt umdrehen, um ihn da mal rauszuhelfen. Ich glaube, der kommt da sonst gar nicht alleine raus. Craxy, was ist denn? Was machst du denn da? Warum bist du dann eingesperrt? Das warst du. Hä? Wie, das war ich? Alles du. Nein, ich schwöre, ich bin da drüber gesprungen, aber... Hol mich hier raus, Mann. Okay. Ausnahmsweise helfe ich dir mal. Beeil dich, es regnet. Ich muss zu meinem Haus, Mann. Lass mich in Ruhe. Das hat auch perfekt funktioniert. Wie cool. Hannah, es ist dunkel, es ist spät. Wer hat dich denn veräppelt, dass du so spät zu mir kommst? Ich bin auch müde, ich brauch auch meinen Schlaf. Was hast du denn, Hannah? Mein Beacon wurde mir geklaut. Dein Beacon? Wie das denn? Und dann kam noch ein Tornado. Ein Tornado? Das hat mich geschubst. Geschubst? Hannah, ich glaube, du hast schlecht geträumt. Vielleicht... solltest du dich lieber wieder schlafen legen. Es ist schon sehr, sehr spät. Oh Leute, sie meint, sie will in den Wald gehen. Das ist unsere perfekte Chance für den Prank Nummer 3. Leute, wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Wartet, ich öffne mein Morph-Gerät. Und zack. Ihr seht, ich habe richtig große, viele Monster. Ich werde mich jetzt einfach in einen Mutanten-Zombie verwandeln. Und damit... werden wir Hannah erschrecken. Wenn euch das gefällt, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Mua, mua, mua. Leute, das wird der absolute Wahnsinn. Ich bin ein Monster und ich werde dich essen. Du das nicht. Ich schmeck gar nicht. Das funktioniert super, Leute. Lumi, Hilfe! Oh, nein, sie ruft mich, Leute. Oh nein, wartet, Rückzug. Lecker, lecker, ich brauche Essen. Oh, Hannah, was machst du denn hier draußen? Lumi, da war gerade ein riesiger Zombie und der wollte mich essen. Es ist Mitternacht, du erzählst irgendwas von Zombies. Was machst du hier draußen, Hannah? Ich wollte mir ein Beacon suchen. Ein Beacon? Ach Mann, hättest du das mal mit mir gemeinsam gemacht? Siehst du, jetzt ist dir noch irgendetwas zugestoßen. Oh Mann. Aber du wolltest nicht mitkommen, ich hab dich doch gefragt. Sollten wir wieder nach Hause gehen. Es ist echt spät, Hannah. Außerdem, ich glaube, die Sonne geht schon wieder auf. Wir haben eine komplette Nacht durchgemacht. Komm schon, lass uns nach Hause gehen, Hannah. Glaub mir, zu Hause wird alles wieder gut, ja? Okay.
Ich werde ihm einfach sagen, ob er Lust hat, später mit mir campen zu gehen. Und dann werde ich einfach in seinem Zelt, das ist eine gute Idee, die Falle reinbauen. Meine Schaufel. Dann buddel ich hier einmal alles frei. So, zack. So, wobei, wir brauchen eigentlich nur das hier. Genau, wir machen nur hier. Das sollte reichen. So, dann machen wir hier einmal frei. Und jetzt machen wir einmal das Toxin hier rein. Ich zeige euch das mal, wenn man das hier reinmacht. Zack. Sobald man da reinläuft, wird einem richtig schwindelig und richtig übel. Jetzt nehmen wir das Fake-Gras. Und das kann man nämlich jetzt hier drüber machen. Das sieht aus wie Gras. Aber sobald man drüber läuft, fällt das einfach zusammen. Oh, richtig cool. Okay, jetzt müssen wir schnell Braxy holen gehen. Der muss ja da reinlaufen. Guck mal, der ist doch gerade da vorne schon wieder. Was treibt der da? Na. Braxy, brauchst du Hilfe bei deinem Haus? Ich schaff das heute nicht mehr. Vielleicht brauchst du ein bisschen Ablenkung. Wie wär's denn, wir eine Runde campen gehen? Ja, komm. Ich habe eh keine Lust, hier mehr zu sein. Ich schaff das heute nicht. Komm. Ja, dann hast du überhaupt... Ey, wo schlägst du mich? Hast du überhaupt Verpflegung dabei? Nee, ich habe Bäumdings dabei. Okay, ich glaube, mein Brot sollte reichen. Ja, dann lass uns auf den Weg machen zum Campingplatz. Ich war echt lange nicht mehr campen. Ich fühle mich nicht so gut. Heute passieren mir nur blöde Dinge. Du hast halt echt einen schlechten Tag. Erst explodiert dein Haus, dann irgendein Einbrecher. Also heute ist echt merkwürdig, muss ich dir sagen. Ich glaube, wir müssten vorher unsere Campingzelt auch erstmal ein bisschen putzen. Wir waren da echt lange nicht mehr. Ich würde sagen, ich mache meins schon mal sauber. Du kannst ja dein Gelbes auch schon mal sauber machen. Ja. So. Hä? Was ist... Oh nein, Lumi! Braxy! Lumi. Was ist denn? Lumi! Oh Mann, Leute, ich glaube, ich bin richtig schwindelig! Lumi, hilf mir! Komm raus, schnell, Braxy, komm raus! Schnell! Du schaffst das! Was ist denn? Ich kann mich nicht bewegen! Braxy, was ist denn los mit dir? Bist du betrunken oder was? Mir ist schwindelig, Hilfe! Nein! Ey, das ist ja ekelhaft! Du hast da ja jetzt nicht wirklich einfach... Oh, das ist... Nee, Braxy, das... Bring mich ins Krankenhaus. Warum? Das, also, ich verstehe jetzt gerade nicht, was ist denn los mit dir? Was? Alter, da ist irgendwas gewesen, ich bin da reingefallen. Hä? Was meinst du hier? Hier ist doch gar nichts. Hier ist doch... Da war doch gerade was. Ich weiß ehrlich nicht, was mit dir los ist heute, Braxy. Also, ich weiß auch nicht. Oh Mann. Ja, ich baue das Loch mal wieder zu. Wahrscheinlich hat sich da irgendjemand ein Wildschwein oder sowas. Ich war ein bisschen die Erde locker, wer weiß. Hannah ist irgendwo noch hinten. Die Zeit müssen wir nutzen. Ich muss noch den nächsten Prank vorbereiten, Leute. Und zwar werde ich an Hannas Haus einfach Kameras platzieren, damit ich gleich sehe, wenn sie kommt. Und dann werde ich einen riesengroßen Meteoriten auf ihr Haus pfeffern lassen. Aber dafür müssen wir erstmal eine Kamera platzieren. So, zack, perfekt. Und verbinden. Und jetzt kann ich hier in die Kamera gucken und sehe immer, wann Hannah zu Hause ist oder wann sie gerade nach Hause kommt. Oh, das ist der perfekte Zeitpunkt für den nächsten Prank. Es wird so super fantastisch, Leute. Ich höre sie durch die Kamera. Seht ihr ihr Namen, Leute? Sie ist oben im Dachgeschoss. Das ist perfekt für den Prank. Denn jetzt heißt es Showtime. Und Meteoriten werden vom Himmel fallen. Oh, das wird so cool, Leute. Und bereitet euch darauf vor. Das wird der Hammer. Wir müssen uns nur ein wenig zu ihr Haus schleichen. Okay, Leute. Aber bitte verratet ihr nicht, dass ich das war. Sonst wird sie richtig sauer auf mich. Oh, Leute, seid ihr bereit für den Meteoriten? Okay, Achtung. Und... Meteorit kommt! Oh! Ach du, heiliger Bimbam! Was war das denn? Oh Leute, ihr halbes Haus ist kaputt gegangen. Oh mein Gott, mein Dach ist kaputt! Warte mal, Hannah, was ist denn hier so laut? Hier hat's ja richtig gedonnert. Ach du, das sieht ja echt nicht gut aus. Hast du dir schon die Hinterseite des Hauses angeschaut, Hannah? Ist da auch alles in Ordnung? Gute Idee, guck uns da. Oh, direkt nochmal. Oh. Oh nein, Hanna. Oh nein, mein Hanna. Haus brennt. Dein Haus hat Funken gefangen. Es fängt alles an zu fackeln. Oh nein. Du arme Hanna. Aber wo soll ich jetzt wohnen? Wie wär's, wenn du, du kannst da oben im Wald schlafen. Aber das sind doch Monster. Stimmt, da hast du auch wieder recht. Aber dein Haus ist hinüber. Es scheint so, als wären da irgendwie Meteoriten oder sowas eingeschlagen. Echt merkwürdig, oder? Ja, aber es ist gemein. Oh weia. Leute, was machen wir nur mit Hannah?
Vielleicht wäre es gut, wenn wir den letzten Prank vollenden, Leute. Und dafür habe ich mir was Besonderes überlegt. Aber wartet ab. Ja, Hannah, ich muss jetzt auch los. Ich würde sagen, wir sehen uns heute Nachmittag. Ich muss noch für die Schule lernen. Wir sehen uns später. Okay, dann schlafe ich bei Schleimi. Hannah! Du wirst jetzt mitkommen. Du bist jetzt meine Gefangene. Oh, Leute, es hat funktioniert. Ich habe Hannah einfach gefangen. Oh, wie gefällt es dir, ha? Gar nicht. Mach mich wieder los, Lilly. Nein, Leute, denn ich werde mich jetzt in eine Fledermaus verwandeln. Und jetzt heißt es abheben. Oh, Leute, wie cool. Leute, ich habe sie. Oh, ich werde von einer Fledermaus führen. Bitte hilf mir. Leute, ich werde sie jetzt hier runterwerfen ins Wasser. Ich will das nicht. Und abwerfen. Oh Mann, es hat hervorragend funktioniert. Oh, ich glaube, sie ist untergegangen. Upsi. Und da bin ich. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und Abo da. Checkt meine Freundin ab. Und vergesst nicht, rechts auf das Video drauf zu drücken. Müsst ihr auch angucken.